Guten Morgen! Mejaba! Privet! Dzień dobry! Hola! Bonjour! Ciao! Hello! Niau! Guten Morgen, ihr lieben Safari-Kinder! Wie ihr seht, heute ist was. Irgendwas ist passiert. Wir haben ganz andere Sachen an und wir haben uns heute keine Kinder eingeladen, sondern wir haben Tiere eingeladen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal möchten wir den Morgenkreis starten mit unserem Lied. Mit dem guten Morgenlied? Ja, nein, mit diesem Tierlied. Na, das singen wir danach. Also, das guten Morgenlied. Eins, zwei, drei. Guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, erst ich und dann du. Die Zora ist da, die Minna ist da, der Steve ist da. Und alle anderen Kinder sind da. Guten Morgen, kann er winken. Guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, erst ich und dann du. Applaus! Wir hatten die Kinder sind da. Ich habe die Kinder begrüßt. Und ihr auch? Ja. Ich habe aber nichts gehört davon. Nein? Da müssen wir zuhören besser. Also, liebe Kinder, wie ihr seht, wir haben ein neues, sehr spannendes Thema. Und zwar das Thema Safari. Ja, Safari. Und vielleicht war ja auch der ein oder andere von euch schon auf Safari. Ich noch nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich da ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen uns nämlich heute mal anschauen, was es für Tiere denn vielleicht auf einer Safari zu sehen gibt. Zora, was denkst du denn? Was für Tiere kann man auf einer Safari sich angucken? Giraffen und Tiger. Oh, Giraffen und Tiger. Und was bist du für ein Tier heute? Ein Tiger. Ein Tiger? Oh. Kennst du auch den kleinsten Tiger der Welt? Nein. Den Taschentiger? Naja, witzig, ne? Und liebe Minna, was bist du? Ich bin eine Giraffe. Eine Giraffe. Ich rutsche mal mit Tiger. Und was bin ich? Und was bin ich für euch? Ein Wanderer. Ein Wanderer. Naja, auch in der Savanne kann man wandern. Denn dort kann man eine Safari machen. Aber ich bin der Expeditionsleiter. Und wir halten Ausschau heute nach vielen wilden Tieren. Ja. Oh, ich habe einen Löwen gesehen. Nein, das ist ein Tiger. Das heißt, wir gehen auf die Löwenjagd. Und da haben wir auch ein Lied vorbereitet für euch. Männer, wir wandern in den Wald. Komm. Seid ihr bereit? Ja. Okay, ich starte die Musikmaschine. Wir gehen heute auf Löwenjagd. Wir gehen heute auf Löwenjagd. Haben keine Angst. Wir gehen heute auf Löwenjagd und haben keine Angst. Wir haben ein Gewehr dabei und auch ein langes Schwert. Wir kommen an ein hohes Gras. Das hohe Gras kommt hierher. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht unten durch, wir können nicht mit dem Schwert ab. Mit dem Schwert schneiden, los! Geschafft, okay. Wir gehen heute auf Löwenjagd und haben keine Angst. Wir haben ein Gewehr dabei und auch ein langes Schwert. Da ist es. Wir kommen an einen breiten Fluss. Oh, ein breiter Fluss. Wir können nicht oben drüber, wir können nicht unten durch, wir können nicht außen herum, wir müssen. Geschafft. Wir gehen heute auf Löwenjagd und haben keine Angst. Wir haben ein Gewehr dabei und auch ein langes Schwert.
Wir kommen an ein großes Feuer. Feuer! Wir können nicht oben drüber, wir können nicht unten durch. Wir können nicht außen herum, wir müssen mitten durch. Wir müssen das Feuer ausstampfen. Na los, das Feuer ausstampfen. Stampf, 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 stampf. Stampf, 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 stampf. Sehr gut. Wir gehen heute auf Löwenjagd und haben keine Angst. Wir haben ein Gewehr dabei und auch ein langes Schwert. Da ist es. Wir kommen an eine Höhle. Eine Höhle? Es ist ganz dunkel und dunkel ist das. Wir fühlen etwas Weiches. Etwas Weiches. Der Löwe! Schnell zurück! Stampf, 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 stampf. Stampf, 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 stampf. Durch den Fluss! Durch den Fluss, schwimm, 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 schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Durch das hohe Gras! Los, das hohe Gras! Schnell, wir schneiden los! Da ist das Schwert! Los, nein! Los, nein! Geschafft! Oh, geschafft! Wir waren heute auf Löwenjagd und hatten keine Angst. Nein! Hui! Oh, was ein Abenteuer! Kommt her, meine kleinen Mäuse! Wir wollen ja den Kindern noch ein bisschen was zeigen. Und schaut mal! Wir kommen jetzt. Gesehen. Welches Geräusch macht denn der Elefant? Genau. So, guten Abend, liebe Kinder. Wisst ihr eigentlich, welche Farbe die Zunge von einer Giraffe hat? Rosa. Na, die hat... Blau ist richtig. Die Zunge der Giraffe ist blau. Oh, jetzt wird's spannend. Ich weiß, wer das ist. Ein Affe. Das bin ich. Genau, ist ein Affe. Den kann man auch sehen auf einer Safari. Du bist ein Wanderer. Der Expeditionsleiter. Herr Expeditionsleiter, bitte. Aber kein Affe. Okay. Oh, jetzt wird's spannend. Was ist das? Der ist ganz groß. Der ist ganz groß, ja. Den habe ich auch schon mal gesehen. Auf Safari? Nein, in der Nähe hier von Berlin. Auf einer Farm. Das ist ein Vogelstrauß. Vogelstrauß, genau. Dem kann man seine Hand geben und dann kann der mit seinem Maul, mit seinem Schnabel, kann er die Hand so dazwischen nehmen. Das tut aber gar nicht weh. Durfte ich mal ausprobieren. War ganz witzig. Also der Vogelstrauß, der lebt auch in grün und hat eine grüne Zunge. Ganz lang. Ein Krokodil hat eine Zunge? Ja. Ich glaube nicht. Also ich kenne zumindest keins. Vielleicht gibt es eins mit einer Zunge, aber... Ja, wenn er sein wenn er sein Maul aufmacht, dann sieht man seine Zunge. Das ist eine Hyäne. Hyäne? Genau, die bekannteste ist die Tüpfelhyäne. Das ist das Tier mit dem Stern.
Auch nicht so leicht. Ein Gepard. Ein Gepard, richtig. Das ist das schnellste Tier in der Savanne. Ja, das ist ein, ja, bis das 110 Stundenkilometern. Das ist ein Kind Leopard und das ist die Mahlzeit. Ein Gepard ist das. Gepard, Leopard ist schwer zu unterscheiden, aber hier sieht man es ganz gut. Beim Gepard, der hat hier diese schwarzen Striche. Io! Nein, das ist ein Zebra, richtig. Das ist mein Kumpel. Aber Kamele machen doch nur so Io. Io machen Kamele? Ja. Boah, wie macht denn ein Kamel? Auch so. Nein, Kamele machen dann. Oh, jetzt guck mal hier. Eine Kuh. Ein Schwein. Genau, ein Warzenschwein. Du hast mich weggeschnitten? Oh, und? Jetzt sind wir durch. Cam. Ja, und das Schöne ist halt mit den Sachen, Cam, die können wir auch als Masken ausschneiden und uns dann vors Gesicht halten. Wenn ihr das ein oder andere Tier schon mal gesehen habt, schreibt es uns gerne. 1, 2, 3, der Kreis.